hier beim Kanal des Kleinbau und ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt richtig Bock auf ein neues Video. Ich habe euch hier einen kleinen Rasenmäher mitgebracht, ist jetzt nicht der größte. Es ist ein Alco-Rasenmäher, ein ganz normaler kleiner Handrasenmäher mit Antrieb sogar. Und grundsätzlich ist ja hier das Problem manchmal, dass sie nicht richtig mähen und wir wollen da einfach mal eine Inspektion durchführen. Oder ich möchte euch gerne erklären, wie eine Inspektion an so einem Gerät funktioniert. So Freunde, grundsätzlich möchte ich euch jetzt mal theoretisch die Inspektion erklären. Wir kommen zum Rasenmäher. Wir haben ein Rasenmäher hier, ganz normal Handrasenmäher mit Fahrantrieb. Also da ist nochmal eine speziellere Sache mit dabei, aber da kommen wir zum Schluss zu. Wir lassen das Gerät eine Minute warm laufen. Das habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich es euch jetzt erstmal erklären möchte. Wenn wir das Gerät eine Minute warm laufen lassen haben und es ist auch angesprungen, dann können wir ja das warme Öl besser absaugen. Das macht man mit einer Absaugung. Die gibt es extra oder man lässt es halt rauslaufen. Ganz normal. Ne? Also Öl raus. Wenn wir das gemacht haben, dann checken wir unsere Zündkerze. Die sitzt hier vorne. Schrauben die auch einmal raus. Erneuern die, wenn sie schon ein gewisses Alter erreicht hat. Dann haben wir hier unseren Luftfilter, ne, mit Membranvergaser. Das ist auch zu erneuern. Und wenn man diese Teile grundsätzlich schon mal erledigt hat, dann kann man sich angucken, natürlich mit abgezogenem Zündkerzenstecker, so wie das Starterseil aussieht, der Reversierstarter. Da kann man hier mal schauen. Wenn hier irgendwie so Fransen oder sowas wäre, dann könnte man das Feuerzeug nehmen und die einmal so glatt streichen. Das müssen wir in dem Fall nicht machen. Ist alles gut. Man kann sich die Bowdenzüge einmal mit einer Sichtprüfung anschauen, ob da alles in Ordnung ist. Dann haben wir eine gewisse Höhenverstellung, die wir einmal checken können, vorne sowie hinten. Manche haben das auch als Kombi, dass man dann vorne und hinten geht es zusammen hoch. Dann haben wir, wie gesagt, einmal zum Starten und einmal für den Fahrantrieb. Und wie man hier sieht, dieser Bowdenzug. Dieser untere Bauzug vom Fahrantrieb ist schon sehr, sehr locker ausgenudelt. Und das bedeutet, der Fahrantrieb funktioniert nicht in diesem Fall. Ne? So, wenn man das durchgegangen ist und die Maschine dann mit Öl wieder bestückt ist und einen neuen Luftfilter und einen neuen Zündkerze bekommen hat, weil man ja vorher dann schon gemerkt hat, dass das Gerät läuft, also kann man dann im Schritt weitermachen. Wir gucken jetzt einmal nach unten. Wichtig, ganz wichtig, Freunde, ist jetzt in diesem Moment, ihr habt zwei Seiten, links und rechts, von euch aus gesehen, rechts und links. Wir haben hier den Luftfilter. Wenn ihr das Gerät jetzt auf die rechte Seite kippen würdet, dann hättet ihr ein Problem. Dann würde der Luftfilter feucht werden. Je nachdem, wie lange ihr den Rasenmäher liegen lasst, dann wird das Gerät feucht. Also der Luftfilter. Und dann habt ihr ein ganz großes Problem. Manche kennen es vielleicht. Der geht schwer an. Die Zündkerze ist auch nass in dem Sinne. Und dann haben wir, wenn er anspringt, mit Bremsenreiniger oder Karamba oder was weiß auch immer ich, dann gibt es weißen Qualm und der läuft unrund und es ist alles doof und kacke. Deswegen merkt euch eins bei diesen Schieberasenmähern, kippt dieses Gerät einfach jedes Mal auf die Auspuffseite. Es wird Ausnahmen geben, ja, aber die meisten Fälle, Viking, Alco und was sonst noch alle gibt, ne? Stieger gibt es ja auch als Handrasenmäher oder es gibt auch als Handrasenmäher zum Beispiel irgendwelche Baumarktmarken, immer auf die Auspuffseite, da macht ihr nichts falsch. Hier sieht man einmal den Auspuff, natürlich auch nicht ranfassen, wenn man jetzt eine Minute warm laufen lassen hat und dann kippen wir das Ganze jetzt einfach mal um. So sieht das Ganze dann nämlich aus. Jetzt kann wirklich eigentlich, es kann nichts passieren, Freunde, es kann nichts passieren. Wir haben hier unsere Klinge, ja, eine ganz normale Klinge, jetzt nichts Besonderes. Wir haben jetzt hier ein bisschen Dreck drin, den macht man dann selbstverständlich mit dem Spachtel oder so, kann man den Dreck rausmachen. Das macht man eigentlich grundsätzlich nach dem Mähen, dann wird das Ganze auch nicht so hart, wie es jetzt hier ist. Ich habe jetzt vorbereitet einen Schlagschrauber, den wir erstmal auf die niedrigste Stufe ansetzen, ne? Auf die 1, um grundsätzlich vorzubeugen, dass wir die Schraube nicht abreißen. Das wäre ärgerlich. So, den setzen wir an und schrauben erstmal hier die Klinge, die wir schärfen wollen, los. Wir gucken uns auch die Reibscheiben an und die Schraube, wenn sie dann rauskommt. So, es ist alles gut. Und hier ist auch alles in Ordnung. Dann haben wir hier eine gewisse Führung. Ne? So, rechts und links, alles gut.
Was man jetzt machen könnte, wenn man den Zündkerzenstecker immer noch abhat, man kann hier auf die Kurbelwelle schauen. Ne? Man sieht auch hier schon, hier sitzt normalerweise ein Antriebsriemen und deswegen wird der Fahrantrieb auch nicht funktionieren, weil man betätigt ja oben den Hebel und dadurch wird das Ganze hier unten gespannt und wird kraftschlüssig und dann kann das Gefährt hier fahren. Und das geht auch gar nicht, wenn der Riemen nicht da ist. So, jetzt guckt ihr mal hier hin und ich ziehe mal. Und wenn das jetzt hier eiert, dann haben wir einen Kurbelwellenschaden. Und wenn es gerade läuft, dann ist alles gut. Wir schauen mal. So, jetzt habt ihr vielleicht gesehen, dass das Ganze gerade läuft oder ein bisschen eiert. Das wäre jetzt nicht das Problem. Dann ist hier alles gut. So, dann kommt der obligatorische Blick der Klinge. Das ist eine ganz normale Messerklinge. Jetzt nichts mit Mulchmesser oder so. Dann würde das Ganze anders aussehen. Wir haben hier nochmal eine Nummer draufstehen. Das ist jetzt nicht so wichtig. Und dann hat man normalerweise auf diesen Lippen irgendwelche Anschlagpunkte, wo das Ganze dann an der Verschleißgrenze ist. So, wir möchten das Messer jetzt schärfen. Let's go! So, wir spannen das Ganze in den Schraubstock ein. Und jetzt kommt der obligatorische Blick erstmal grundsätzlich auf diese Klingenseite hier. Ne? Ihr seht, es fängt hier an und geht bis hier rüber. So. Das heißt, dieser Bereich möchte jetzt geschärft werden. Wenn wir jetzt nochmal näher rangehen, dann sehen wir hier, dass hier ein paar Steine mitgenommen wurden. Ist grundsätzlich nicht ein Problem, ne? Das können wir alles retuschieren und wieder wie neu aussehen lassen. So, dann lasst uns mal schärfen. Wie mache ich das? Ich mache das mit einer ganz normalen Flex. Ob das jetzt Akku ist, ob das mit Stecker ist, ist vollkommen egal. Ihr braucht auf jeden Fall eine Schrubbscheibe, beziehungsweise ja, eine ganz normale Polierscheibe hier in dem Fall. Wir fangen erstmal an. Ne? Grundsätzlich möchte ich jetzt diesen Teil erstmal wieder ein bisschen gerade polieren. Und das machen wir jetzt mit Schutz, also mit Brille und mit Gehörschutz. Jetzt haben wir uns mit einer Brille ausgerüstet. Und zwar müssen wir jetzt erstmal die Kanten hier oben polieren. Das mache ich einmal ganz schnell. Mal her. Jetzt haben wir das Ganze hier oben einmal begradigt. Das bedeutet, wir haben jetzt hier erstmal diese ganzen Steinschläge rausgemacht. Ne? Da könnt ihr ruhig so 3-4 Mal drüber gehen. Jetzt geht's los und wir schärfen das Ganze. Wichtig ist, ihr seht hier, ist hier so ein gewisser Anschliff, so ein Winkel dran. Haltet die Flex in diesem Winkel und dann zieht ihr zurück. So Freunde, lasst uns das ganze gute Gerät mal schärfen. Let's go! Vorgeschärfte Seite. Und jetzt haben wir hier einen schönen Schliff reingebracht. Ihr seht, wenn ich das so halte, es glänzt immer gleich. Es könnte auch anders glänzen, weil da so gewisse Strukturen sind. Ne? Wenn man das jetzt falsch schleifen würde, dann würde das Ganze anders aussehen. Ja? Also so ein bisschen gewellter. Ne? Aber ihr seht, das ist schon ein bisschen geschärft. Ne? Jetzt hat man die Rückseite. Da ist jetzt so ein gewisser Grat. Das könnt ihr jetzt bestimmt nicht erkennen. Doch, da kann man es erkennen. Das ist ein gewisser Grat. Und der muss jetzt auch noch weggeschliffen werden. Das heißt, man nimmt die Flex nochmal, hält die wirklich gerade. So, und jetzt ist die Klinge hier geschärft. Man sieht das jetzt vielleicht nicht, aber die ist wirklich bombenscharf hier, ne, Freunde. So, das Ganze machen wir mit der anderen Seite auch, die ja auch, wie gesagt, hier so Steinschläge hat und sowas. Das mache ich jetzt ganz schnell. So, jetzt haben wir diese Seite ebenfalls geschärft. Das kann man hier auch ganz gut erkennen. Ne? Ihr seht diesen glänzenden Schliff. Ist wirklich, also wenn wer es mir nicht glaubt, es ist einfach scharf, es ist wie es ist. So, jetzt sollte man das Ganze grundsätzlich auswuchten. Ja, wie macht man das? Das hängt man normalerweise an so eine Magnetführung und lässt das so auspendeln. Und auf welche Seite dieses Messer dann fällt,
auf dieser Seite sollte man nochmal was abschleifen. Und wenn es dann wirklich im Waage gerade steht, dann ist alles gut. So, das kann ich jetzt natürlich hier schlecht machen. So, ne? Aber ihr seht, wenn man es so hält, also wenn es jetzt nicht gut geschärft wäre, dann würde es zum Beispiel hier runtergehen. Und dann müsste ich an der Seite noch was abnehmen und dann nochmal nachkontrollieren. Und dann wäre es so und dann wäre es gerade. So, dieses Messer ist geschärft. Natürlich kontrolliert man dann nochmal, ob es irgendwie brüchig ist oder so. Ne? Hier ist aber alles gut in dem Fall. Das bedeutet, kommt mit. Wir montieren das Messer wieder. Wir achten jetzt darauf, das Messer schneidet so. Ne? Nimmt das Gras gut hier, das Schnittgut hier mit. Fupp, und wirft es dann in den Korb. Das heißt, wir montieren das Messer wieder so hier vor. Setzen die Schraube leicht an. Kann man natürlich beliebig auch mit der Ratsche machen, aber mit dem Schlagschrauber ist immer schöner. Jetzt aufpassen, dass der Schlagschrauber nicht umschlägt, sonst habt ihr nämlich hier ein Problem. Ihr seht schon, scharfe Klinge und Hand ist nicht so schön. Erstmal ansetzen. So, und dann nochmal einmal zacken lassen. Und das Messer ist bombenfest. So, Freunde, und das war's auch schon mit dem Video. Ich freue mich, dass ihr am Start wart. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da. Sprengt die Kommentare. Ich würde gerne auf eure Fragen eingehen. Kritisiert mich auch gerne, wenn irgendwas noch nicht so richtig gelaufen ist, was ihr seht. Wir haben jetzt einmal hier Messer geschärft. Ich hoffe, das bringt euch was für zu Hause. Natürlich immer Schutzkleidung tragen. Das ist ganz wichtig. Ich hatte jetzt keine Ohrenschützer. Die Ohrenschützer hat die Kamerafrau. Aber, Freunde, alles wird gut. Solange ich noch was hören kann, ist alles tutti. Aber natürlich nicht nachmachen. Nehmt Gehörschutz. Klärt mit euren Eltern ab, ob ihr es machen dürft. Macht die Klinge nicht kaputt. Habt Spaß. Vielen Dank, dass du es bis jetzt geschaut hast. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Kleinbauer. Ciao.